Heute Abend bleiben Pharmaunternehmen ehrlich. Eine Geschichte, die einfach umwerfend ist, über millionenschwere Gewinne durch illegale Aktivitäten beim größten Pharmaunternehmen des Landes. Das Justizministerium wirft Johnson & Johnson vor, den Umsatz durch die Zahlung von Millionen Dollar sowie Bestechung von Apothekern und Ärzten zu erhöhen zur Verschreibung des Medikaments Risperdal an Patienten, die es nicht brauchen. Die medizinischen Redakteure dieses Journals beschuldigten den Pharmakonzern Merck der Irreführung bezüglich der Gefahren von Vioxx, die Tatsache verheimlichend, dass es noch mehr Herzinfarkte verursachte, als bekannt war. Johnson & Johnson zahlte 2,2 Milliarden. Lilly zahlte 1,4 Milliarden. Pfizer und seine Tochtergesellschaft zahlten 2,3 Milliarden und GlaxoSmithKline zahlte den Rekordbetrag von 3 Milliarden Dollar. Glaxo versäumte jahrelang, Daten darüber zu melden, dass sein meistverkauftes Diabetesmedikament Avandia das Risiko eines Herzinfarkts um bis zu 40% erhöht. Die Opioid-Epidemie tötete mehr als 400.000 Amerikaner. Heute Abend stimmte Purdue zu, mehr als 8 Milliarden Dollar an Strafen zu zahlen. Das Depressionsmittel Paxil war nicht für Patienten unter 18 Jahren zugelassen. Das Unternehmen vermarktete das Medikament illegal für Kinder, obwohl eine klinische Studie zeigte, dass Jugendliche, die es gegen Depressionen nahmen, eher Selbstmord begingen als diejenigen, die ein Placebo einnahmen. Purdue Pharma bekennt sich schuldig, die Gesundheitsämter betrogen und gegen Bestechungsgesetze verstoßen zu haben, indem sie Ärzte anwiesen, diese starken Opioide zu verschreiben. Glaxo hatte auch eine Firma, die einen medizinischen Journalartikel schrieb, der Risiken verharmloste und mehrere Ärzte bezahlte, wie den US-Promi Dr. Drew Pinsky, das Mittel zu verschreiben. Man kann der medizinischen Forschung nicht trauen, sie wird in verschiedenen etablierten Fachzeitschriften veröffentlicht. Was kann man glauben? Aber wie Bob Moore berichtet, eine nette Abfindung führt wohl nicht zu den großen Veränderungen. Es ist Betrug, das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie. Niemand kommt in Haft, keiner geht ins Gefängnis. Und schlimmer, sie haben eine Lage kreiert, in der die Produktion fortgesetzt werden kann. Ich meine, Pfizer ist zu groß zum Scheitern und selbst die größte Geldstrafe in der Geschichte sind nur ein paar Monate Gewinn. Und was sollte sie abhalten, illegal andere Medikamente zu bewerben? Die Kritiker sagen, Anderson, nichts.